What you doing, baby? Yeah. Some lipstick. Yeah. What's next? Yeah. What's that for? Yeah. Are you gonna do your eyelashes? You put it on your nose. Yes, for your eye. How concentrated you look. Hallo, ich bin Malina, ich bin 17 Jahre alt. Ich befinde mich jetzt schon seit 9,5 Monaten hier in Arkansas in den USA. Und ja, für mich ist die Zeit hier leider schon fast vorbei. Und ja, ich habe euch jetzt einfach mal in den letzten Tagen und letzten Wochen hier mitgenommen, wie das jetzt alles so ist. Und genau, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ich kann euch mal kurz erzählen, in ungefähr 10 Tagen wird meine Familie mich in New York abholen. Und dann werden wir da für eine Woche bleiben und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Und ja, so zu meinen Gefühlen gerade, das ist echt so eine Achterbahn, also wie man es auch immer sagt, also an einem Tag bin ich so, oh mein Gott, ich will nach Hause, und am anderen Tag bin ich so, ich will nicht weg und so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt so ist, wieder zu Hause zu sein nach so einer langen Zeit. Und ja, ich bin auch eine derjenigen, die ein bisschen später erst fliegt. Ich musste schon meinen Gastbruder Vinny zum Flughafen bringen, das war für mich nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe ich noch 2 andere sehr enge Freunde von mir zum Flughafen gebracht. Letzte Woche war das und da ging es mir echt für so ein paar Tage nicht gut, weil ich so traurig war, dass jetzt echt alles vorbei ist. Aber ja, jetzt ist schon ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt in den letzten Tagen echt meinen Koffer versucht wirklich fertig zu packen und ich habe den gerade mal auf die Waage gestellt und er liegt jetzt bei 26 Kilo. Das heißt, ich musste echt immer was raustun. Ja, also ich bin hier mit einem großen Koffer hergekommen und einem kleinen. Und ich habe mir erst überlegt, dass ich mir noch einen zweiten kaufe. Aber im Endeffekt, weil ich halt nach New York fliege, kann ich halt nicht 2 große Koffer in New York transportieren. So, das geht einfach nicht. Und deshalb hätte ich überlegt, ein Paket zu schicken. Aber ich habe mir so im Endeffekt gedacht, ich lasse einfach ein paar Sachen mehr hier und so und versuche mir mein Handgepäck zu stopfen, aber jetzt weiß ich gerade schon wieder nicht, wie das gehen soll, weil mein Koffer echt überfüllt ist. Werde ich jetzt mal in den nächsten Tagen gucken. Ich habe jetzt noch 3 Tage Schule. Heute war mein letzter Montag. Ich habe noch Dienstag und dann Mittwoch und Donnerstag haben wir unsere Finals. Also es sind Abschlussprüfungen, aber die sind nicht wirklich besonders schwer. Es sind einfach nur wie ganz normale Tests, halt nur über das gesamte Halbjahr. Deswegen aber generell ist das meistens auch gesagt, Multiple Choice und so, deswegen da mache ich mir eigentlich keine zu großen Sorgen. Und ja, danach habe ich dann 1 Woche lang keine Schule und dann am Wochenende in der Woche geht es dann auch nach New York und dann sehe ich endlich meine Familie wieder und ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Ja genau, da werde ich euch das auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn ich meine Familie dann endlich wiedersehe. Ja, also so in den letzten Wochen haben wir nochmal versucht, wirklich alles hier, was auf unserer To-Do-List stand, abzuhaken. Wir waren in einem japanischen Steakhouse, wo wir schon die ganze Zeit hin wollten, weil da vor allem so gekocht wird mit großem Feuer und so. Wir lieben von Sonic so ein Eis. Das haben wir uns nochmal das letzte Mal gekauft, als bevor Vinny weggeflogen ist, haben wir das nochmal gekauft und so und haben noch so ein paar Sachen gemacht, die wir unbedingt machen wollten. Und Vinny hatte Graduation und meine Gastmutter hatte Graduation vom College. Und ja, das war auf jeden Fall nochmal ganz cool. Und da ging auch alles jetzt echt ganz schnell. Aber ja, so langsam realisiere ich schon eher und ich freue mich jetzt auch auf meine Freunde total und so, aber letzte Woche war schon ein bisschen schwieriger, weil ich es aber nicht realisieren konnte. Als dann alle geflogen sind, dachte ich erstmal, die sind einfach nur in Urlaub geflogen und kommen dann wieder. Aber ja. So, ja, meine Gastmutter hat auch ein Baby bekommen letzte Woche. Und genau, das habe ich jetzt auch schon kennenlernen dürfen und das ist wirklich mega süß. Ja, genau, jetzt habe ich noch für die anderen beiden, meine letzten 2 Wochen, noch ein anderes Gastgeschwisterchen. So, und während meine Gastmutter ihr Baby letzte Woche bekommen hat, war ich in der Zeit bei Freunden. Und genau, wir sind um 5 Uhr morgens zu Waffle House gefahren. Und wir waren bei Target, das letzte Mal bei Walmart. One more time in Walmart. Das war auf jeden Fall ganz gut zur Ablenkung, weil das war die Woche, in der Vinny geflogen ist und so. Und ja, genau.